Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Episode des Lightlife Podcast. Ich sitze mal wieder in meiner Küche mit meinem geschätzten Kollegen Dr. Reinhard und Mon Boss. Und wir freuen uns auf dich. In dieser Episode geht es um die Glocke der Achtsamkeit, um mit meiner Aufmerksamkeit wieder in diesen Moment zu kommen. Es ist eine Methode, die mir hilft, quasi aus meinem Autopilot auszusteigen und immer wieder zu spüren, was gerade los ist. Reinhard erklärt uns, wie er dazu gekommen ist und erzählt noch ein bisschen davon, wie er Thich Nhat Hanh getroffen hat. Hallo Reinhard. Hallo Uli. Schön, wieder, dass du da bist. Danke, schon wieder am Küchentisch. Hey, sag mal, also das mit dem Gewimmel, das geht ja einigen ziemlich auf die Nerven hier. Ja, kann ich verstehen, aber für mich ist das eine ganz wichtige Erinnerung an das achtsame Atmen, und das nennt sich die Glocke der Achtsamkeit. Und die Glocke der Achtsamkeit kenne ich jetzt schon seit über 20 Jahren. Und seitdem es jetzt Smartphones gibt, die gibt es ja noch nicht so lange. Ich wollte gerade sagen, hast du seit 20 Jahren ein bimmeltes Handy? Nein, habe ich nicht. Aber wenn wir jetzt ein bisschen über die Glocke der Achtsamkeit reden, dann wird klar, dass die Glocke der Achtsamkeit nicht nur das bimmelnde Handy ist, sondern das hat noch einen ganz anderen, tieferen Hintergrund. Für mich ist es, also was jetzt für mich jetzt erstmal darstellt, warum ich mein Handy so programmiert habe, gibt es auch eine App, ne, gibt ja für alles eine App, die ich eingestellt habe, dass sie alle Viertelstunde läutet, weil ich immer, wenn die Glocke läutet, und ich das wahrnehme, was ich auch nicht immer tue, aber immer, wenn ich die Glocke wahrnehme, dass ich dann drei bewusste Atemzüge wahrnehme. Es ist nicht so, dass ich dann eine Atemübung mache, aber dann halte ich inne und werde mir drei Atemzüge bewusst. Das ist alles. Und wenn wir über das Thema Achtsamkeit reden, dann werden wir herausfinden, dass genau das achtsame Atem das Tor ist zur inneren Wirklichkeit, also zu dem, was du bist. Und jetzt wirst du wissen, wie ich darauf gekommen bin, nehme ich an. Wollte ich dich gerade fragen, aber ich habe noch so achtsam geatmet. Gut, perfekt. Ja, es war Anfang der 90er Jahre. Und da war ich schon oft im Meditationsweg, Zen habe ich praktiziert, habe mich sehr interessiert für alternative Heilweisen. Und da gab es, und gibt es auch heute, glaube ich, noch, aber ich war schon längere Zeit nicht mehr da, in Garmisch-Partenkirchen den Kongress, Jahreskongress für humanistische Medizin. Praktisch Psychologen, ne? Und also ist der für Psychologen, ja, oder der für Ärzte? Ja, für Psychologen, also Psychotherapeut, kann jeder hin, ne? Ja. Aber der wird von einem Herrn Bünding gemacht, der hat ein Zentrum irgendwo im Allgäu, okay, und nennt sich humanistische Medizin. Und das sind die überwiegend Psychotherapeuten. Da Graf Dürkheim spielt da eine Rolle, und gibt es ganz viele tolle Leute, die da Vorträge halten. Und langer Rede, kurzer Sinn, ich habe mich für all diese alternativen und komplementären Therapien interessiert und bin hingefahren, weil Thich Nhat Hanh, ein vietnamesischer Zen-Meister, der in Frankreich in Plum Village sein Zentrum hat, dort einen Tag der Achtsamkeit angeboten hat. Einen ganzen Tag der Achtsamkeit, es war am Samstag. Wir waren aber wieder mit Kongressbeginn am Donnerstag schon da, und am Freitag wollten wir, ich habe vergessen was, sind wir hin und wollten eine Vorlesung hören, und das war seltsam, auf der Bühne stand so eine riesen Schüssel, so ein riesen Ding wie eine Klangschale, aber riesengroß wie so ein, was weiß ich, wie so ein Waschkessel so groß. Ne? Okay. Und jetzt passiert was ganz Komisches, was ich früher ungern erzählt habe. Jetzt macht es mir aber nichts mehr aus. Und ich bin reingekommen, und auf der Bühne stand so ein kleiner Mann in einem grauen Kittel. Ne? Und ich guckte den an. Später wusste ich, das war Thich Nhat Hanh. Und von dem ging eine so intensive Ausstrahlung aus, dass mir die Tränen nur so runtergelaufen sind. Meine Frau hat gesagt, hey, was ist mit dir los? Ich habe keine Ahnung. Ich war nicht traurig, ne? Überhaupt nicht. Ich habe ihn angeschaut und mir liefen die Tränen. Ich war so tief im Innersten berührt und ich kann es nicht erklären. Ne? Das war das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Ist dir sowas nochmal passiert? Später, ja. Okay. Ich habe dann eine Erklärung dafür gehabt auch. Ne? Okay. Das ist dann, wenn man tief im Innersten berührt wird von dem, was ich das Numinose nenne. Das klingt irgendwie gescheiter, als wenn ich sage, das Göttliche.
Aber wie kommt es jetzt zur Glocke der Achtsamkeit? Thich Nhat Hanh oder Thay, was vietnamesisch heißt, geliebter Lehrer, ne, hat einen Vortrag gehalten und neben ihm auf der Bühne vor dieser Glocke saß auch noch einer seiner Mönche, auch in diesem grauen Kittel. Mhm. Und Thich Nhat Hanh hat seinen Vortrag gehalten mit konsekutiver Übersetzung, Englisch gesprochen, ne? Und war spannend, es ging um Achtsamkeit und er hat angekündigt, den Tag der Achtsamkeit, was er am nächsten Tag machen will und so weiter. Und plötzlich, auf einmal macht's Dong, oh, geht jetzt nicht, aber es macht Dong, und Thich Nhat Hanh hört mitten im Satz. Das war jetzt ein Atemzug, der hat drei gemacht von der Länge. Ne? Das Auditorium saß da, wir guckten uns alle an, hey, was ist denn jetzt los? Und dann hat er das erklärt, weil ihm das ja klar war. Ne? Er hat gesagt, das bei ihm in Plum Village wird alle Viertelstunde eine Glocke geschlagen, die Glocke der Achtsamkeit. Und jeder in Plum Village, der die Glocke hört, und die hören die alle, das, was er gerade tut, hält er inne. Also wenn er schreibt, ne, dann legt er den Stift beiseite und macht drei bewusste Atemzüge. Wahnsinn. Und das ist für jeden so. Und dann hat er erzählt, und das ist noch eine nette Anekdote, die sich daraus entwickelt. Er sagt, wenn in Plum Village jemand anruft, ne, in der Telefonzentrale, dann ist die Telefonglocke, es klingelt, Glocke der Achtsamkeit. Der Telefonist, ne, legt seinen Stift hin, das Telefon klingelt. Und jetzt hat der andere aufgelegt. Und dann habe ich gesagt, wenn es nicht wichtig war, hat der andere auf. Und dann, hallo? Perfekt, ja? Also wenn man in Plum Village anrief, muss man das wissen. Inzwischen haben wir überall die Glocke der Achtsamkeit, weil wenn du jetzt irgendwo anrufst, dann kommt ja auch eine schöne Melodie, ne? Mhm. Der nächste frei werdende Mitarbeiter ist für sie reserviert. Also hast du prima Gelegenheit, Achtsamkeit zu üben. Jedes Mal, wenn du ein Callcenter anrufst. Ja. Aber das nur nebenbei. Das war... Also Thich Nhat Hanh sagt ja auch, dass er es zum Beispiel in Europa schön findet, dass die Kirchenglocken immer läuten. Genau, das ist der nächste Punkt. Das ist das, was mir auch klar geworden ist. Das ist aber auch derselbe Grund. Wenn man die Regel des heiligen Benedikt anschaut, ne, dann findest du darin, dass die Mönche, Benediktiner, ora et labora, bete und arbeite. Und in den Regeln des Benedikt steht drin, dass die Mönche zu jeder Viertelstunde ein kurzes Gebet sprechen, um sich Gottes bewusst zu werden. Das kannst du so nennen, aber du kannst auch sagen, um in den jetzigen Moment zu kommen, die Benediktiner sagen, um dir der göttlichen, was immer da, ich bin ja, ne, sich bewusst zu werden. Und zur vollen Stunde beten sie ein längeres Gebet. Und das bedeutet, beten und arbeiten im täglichen Leben. Ne? Mhm. Wenn die Benediktiner arbeiten, genau wie die Leute im Plum Village, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, in den Benediktinerklöstern, wo ich ab und zu mal einen Retreat gemacht habe, hatte ich das nicht so erlebt, aber es ist die Idee. Ne? Mhm. Die Idee ist, dass wenn die Kirchenglocke läutet und alle Viertelstunde schlägt, dann kann es ja auch nicht sein, also mal ganz nüchtern, wenn die Glocke einmal schlägt, dann weißt du ja nicht, ist es 1 Uhr oder ist es Viertel oder so, sondern es geht einfach daran, dich zu erinnern. Erinnere dich daran, wer du bist, ne? Die Benediktiner würden sagen, ein Kind Gottes. Ne? Mhm. Und wir würden sagen, sei dir bewusst, dass du jetzt in diesem Augenblick hier bist und nicht woanders. Hol deinen Geist zurück in den jetzigen Moment. Sei da, wo du bist. Mhm. Denn wir hatten es ja schon im Thema Achtsamkeit, ne, dass wir dazu neigen, mit dem Geist irgendwo anders zu sein. Ja. In der Vergangenheit, in der Zukunft oder sonst wo. Unsere tägliche Arbeit als Psychotherapeuten ist es ja. Mache dir bewusst, dass du lebst. Richtig. Oder wir versuchen, uns selber und unseren Klienten klarzumachen, dass die ganzen Probleme, die wir haben, jetzt in diesem Moment eigentlich nicht da sind. Mhm. Und das ist die Glocke der Achtsamkeit. Und das seitdem, nochmal der Hinweis, Telefon. Es gibt unendlich viele Glocken der Achtsamkeit. Ich sage meinen Klienten sehr häufig, leben sie auf dem Dorf? Ja. Und gibt es eine Kirchturmuhr? Ja. Gut, das ist es. Jedes Mal, wenn sie die Kirchturmuhr hören, drei bewusste Atemzüge, bringt dich zurück, entstresst dich, macht dich ruhig und du kannst besser arbeiten. Wunderbar, danke schön, dass du es mir erklärt hast. Also ich wusste es ja schon, aber es war schön, es nochmal zu hören, denn wir haben schon öfter eben genau diese Frage bekommen, warum klingelt das Ding denn immer im Hintergrund? Ja. Und deshalb war es wichtig, das mal zu klären. Ja, das ist wichtig und ich empfehle einfach jedem, es gibt noch eine schöne Geschichte dazu.
Ich hatte mal einen Klienten, der war bei mir zum Meditationsunterricht und Entspannungstraining und dem habe ich das auch beigebracht, also mit dem Telefon. Und der hat im Büro gearbeitet, im Rathaus. Und die haben so zwei, so sitzen wir zwei an einem Schreibtisch, ich sich gegenüber und in der Mitte ist so ein Telefon auf so einem Schwenkarm. Ne? Und der hat das wirklich ernst gemeint und das Telefon klingelt, er nimmt die Hände von der Tastatur. Funktioniert. Und er nimmt die Hände von der Tastatur, atmet und sein Kollege wird schon hier irre. Warum gehst du nicht ans Telefon? Ne? Der Punkt ist aber der, dass die beiden dann, sein Kollege ist dann auch zu mir gekommen, hat auch diesen Kurs gemacht, sitzen die da. Die waren sich einig, aber der Effekt, auf den will ich raus, der Effekt war der, dass wenn du irgendwo arbeitest, ne, und das Telefon klingelt, dann gehst du, arbeitest was und dann gehst du ran. Ja! Das heißt, du bist irgendwie noch mit der Aufmerksamkeit bei deiner Arbeit und dann ist da jemand. Ja. Während wenn du das Telefon klingelst und du nimmst die Hände von der Tastatur, atmest bewusst und dann kannst du dich 100% auf den Anrufer einstellen. Ja. Voll achtsam. Dann hat der Anrufer das Gefühl, er ist willkommen. Du bist wirklich da. Ja, du bist da. Mhm. Das ist der Punkt. Und dann haben die beiden herausgefunden, dass die Telefonate wesentlich kürzer sind, dass sie viel schneller auf den Punkt kommen. Super. Und dass es überhaupt viel besser ist. Also das ist wirklich ein ganz praktischer Vorteil der Glocke der Achtsamkeit. Genial. Ja. Schön. Wunderbar. Danke, Reinhard. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Halt, Moment, bevor du gehst. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte uns auf iTunes. Deine Bewertung hilft uns, unseren Podcast hier weiter ausstrahlen zu können. Danke dir. Tschüss.